Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Liebe Brüder, Assalamu alaikum. Heute möchte ich inshallah einen kleinen Vortrag hier im Darul Akam vortragen. Und somit beginne ich mit einem Dua. Alles Lob gebührt Allah, ihn Lob preisen wir. Ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre gehen lässt, den kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs. Der beste Weg ist der Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlechteste Sache ist die Neuerung in der Religion. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bida ist ein Fehlgehen und jedes Fehlgehen führt ins Feuer. O Allah, gepriesen und erhaben bist du, ich bitte dich, halte den Shaitan und die Lüge fern von mir und lass mich nur die Wahrheit sprechen. Amen. O Allah, gepriesen und erhaben bist du, ich bitte dich demütig darum, diesen Vortrag zu segnen. Amen. O Allah, wenn dieser Vortrag falsch ist und keinen Nutzen hat für mich und unsere Umma, so lasse mich nicht zu Wort kommen und mache diesen Vortrag zunichte. Amen. O Allah, wenn dieser Vortrag jedoch richtig ist und einen Nutzen hat für mich Amen. Und unsere Umma, so gebe mir die richtigen Worte ein und mache diesen Vortrag erfolgreich. Amen. Amen. Zu Anfang möchte ich euch zwei kurze Geschichten erzählen. Und so beginne ich inshallah mit der ersten Geschichte über einen Muslim. Ich habe ihn jetzt in dem Beispiel Murad genannt. Und der Muslim, der anfängt, seine Religion zu praktizieren. Und zwar, Murad ist in einer muslimischen Familie groß geworden, aufgewachsen. Doch er hatte, sage ich mal, in seiner jugendlichen Zeit, hat er den Islam nie wirklich praktiziert. Das Einzige, was er vielleicht gemacht hat, ist zum Freitagsgebet gegangen. Und vielleicht an Ramadan hat er gefastet oder teilweise gefastet. Und sein Leben in seiner Jugendzeit, beziehungsweise sein Traum, ging eigentlich nur darum, um Geld, um Autos, um Frauen, Party, das Typische. Ja? Und so wie man es oft bezeichnet, wie man es manchmal nett bezeichnet, als Disco-Muslim. Und eines Tages erlebte der Bruder, der Murad, einen schicksalshaften Schlag in seinem Leben. Und zwar ein tragischer Autounfall eines seiner besten Freunde. Und von diesem Zeitpunkt an fragte er sich selber, ist das der Sinn des Lebens, so wie er bisher gelebt hat? Und auch als er dann bei seinem Freund beim Totengebet teilgenommen hatte, so drehte sich sein Herz, oder vielmehr Allah subhanahu wa ta'ala hatte sein Herz gedreht. Und er war fest entschlossen dazu, den Islam besser zu leben, sich mehr mit dem Islam zu befassen. Und als er dann anfängt, sich mit dem Islam zu befassen, so bekommt ihn auch eine innere Zufriedenheit und Ruhe, Geborgenheit nimmt zu. Und er fängt an, Abscheu zu entwickeln. Abscheu zu entwickeln gegenüber den Sünden, Abscheu zu entwickeln gegenüber den weltlichen Dingen, mit denen er sich so intensiv befasst hatte. Und er beginnt auch mehr Zeit zu verbringen mit den Freunden aus der Moschee und weniger Zeit zu verbringen mit seinen alten Freunden, die nur zu schlechten Dingen animierten. Und so kehrt er zurück zum Glauben und ein Gefühl, wie man es beschreiben kann oder wie er es selber beschreiben würde, wäre, dass er nach einer langen Reise wieder zu Hause zurück angekommen ist. Und die zweite Geschichte, die ich inshallah jetzt erzählen möchte, liebe Brüder und Schwestern, ist von einem Nicht-Muslim, der, hier in dem Beispiel habe ich ihn Max genannt, er ist aufgewachsen in einer christlich-atheistischen Familie, also das heißt, mehr oder weniger christlich, sagen wir so, vielleicht ein Elternteil christlich, der andere eher atheistisch, und er kannte Religion nur aus dem Schulunterricht. Und seine Jugendzeit, auch er hatte viele falsche Freunde und hat sich viel beschäftigt mit Drogen, Partys, Alkohol trinken. So nach dem Motto, leb dein Leben, hab Spaß, genieße dein Leben. Und er fing auch an, sich nicht mehr für die Schule zu interessieren. Und so kam es dann, dass er
vom Gymnasium dann wechseln musste auf die Berufsschule. Und dann kam er halt in eine neue Stadt, lernte dort auch neue Menschen kennen, kam in eine neue Klasse, neue Gesichter. Und in der neuen Klasse lernte er einige muslimische Mitschüler kennen. Und was er immer so schön an den muslimischen Mitschülern, was ihn immer so fasziniert hat oder was ihm gefallen hat, ist, dass die eine starke Bindung hatten, eine Brüderlichkeit, ein Zusammenhalt, was er vorher nicht kannte. Ja? Weil die Freunde vorher, die waren nur Freunde in guten Zeiten und in schlechten Zeiten haben sie ihn vergessen. Und er lernte auch, Spaß zu haben, ohne Alkohol zu trinken. Und irgendwann fragte er sich auch, dass sein bisheriger Lebensweg ohne Sinn gewesen ist. Und er fuhr dann immer mehr durch die Freunde über den Islam. Ja, je mehr er dann die Zeit mit seinen Freunden verbrachte, so hat er immer ein kleines Stückchen mehr erfahren über den Islam. Und so beginnt er dann auch selber, sich mit dem Islam zu befassen. Zum Beispiel, wenn er zu Hause ist, schaute er sich YouTube-Videos an. Auch gab es einen Bruder, der ihm ein Buch geschenkt hat über den Islam, was er auch anfing zu lesen. Und eines Tages geht der Max dann auch mal mit zur Moschee. Er sagte zu einem seiner Freunde, dass er auch mal anschauen möchte, was da abgeht, freitags, wenn sie zum Freitagsgebet gehen. Und je mehr er über Islam erfahren hat, je mehr Wissen er bekommen hat, desto mehr wuchs auch sein Interesse nach dem Islam. Und er erkannte, dass jedes Verbot im Islam, zum Beispiel Alkoholverbot, dass es einen Sinn hat, dass es nicht einfach so verboten ist. Er hat es selber auf sein eigenes Leben beziehen können, auf Beispiele, die er selber erlebt hatte, zum Beispiel schlechte Ereignisse, die passiert sind, und hat den Sinn darin erkannt, die Weisheit, die dahinter steckt. Und so hat auch jedes Gebot einen Sinn, wie zum Beispiel die Zekat, die Almosen, die Spenden, das Kümmern um die Hilflosen und Bedürftigen. Und eines Tages entscheidet er sich dann, den Islam anzunehmen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Mashallah Dawud, du erzählst uns diese schönen Geschichten und die hören sich auch so schön an und vielleicht hört ihr auch gerne zu. Jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, welche Weisheit steckt dahinter oder was ist jetzt das Problem, wo liegt die Problematik? So sage ich euch, O Diener Allahs, lasst uns noch die Beispiele zu Ende hören. Kehren wir zurück zu der ersten Geschichte des Bruders Murad. Nachdem er angefangen hat, sich mehr mit dem Islam zu befassen, fing er nun auch an, 5-mal am Tag zu beten, so wie es vorgeschrieben ist für alle Muslime. Und er fing dann auch an, Ramadan durchzufasten, nicht wie er es zuvor gemacht hat, vielleicht mal einen Tag fasten, einen Tag nicht. Und dann wollte er auch sein Bart wachsen lassen. Und er fing auch an, islamische Kleidung zu tragen. Und plötzlich sagte dann seine Mutter, dass sie es ja eigentlich, wo er noch keinen langen Bart hatte, dass er viel schöner aussah. Ja? Und auch der Vater sagte, jetzt trägst du diese islamische Kleidung und lässt dein Bart wachsen. Wie willst du denn so eine Frau finden? Und Murad machte auch mit seiner Freundin Schluss und er verkaufte auch seinen Sportwagen. Die Disco besuchte er gar nicht mehr. Er verbrachte viel Zeit in der Moschee. Und so war seine Familie dann auch plötzlich besorgt, weil er ging jetzt nicht mehr in die türkische Moschee, ja, in die Dianet-Moschee, sondern er ging jetzt auch in die arabische Moschee. Und die Familie fragte sich, wird unser Sohn beeinflusst durch radikale Muslime? Und so schauen wir uns auch das zweite Beispiel an, des konvertierten Muslim. Und auch sein Leben änderte sich. Seine Eltern waren schockiert, als sie erfahren haben, dass er zum Islam konvertiert ist. Er fing an zu Hause, weil er noch zu Hause lebte, nur sein eigenes Essen zu essen, sein eigenes Fleisch zu machen. Und er feierte auch keine Geburtstage mehr und kein Weihnachten. Er besuchte viel die Moschee und seine alten Freunde dachten sich, was ist nur bloß mit ihm passiert? Wieso ist er jetzt so ein komischer Typ geworden? Er trinkt nicht mehr mit uns Alkohol, er raucht nicht mehr. Und auch die Eltern fragen sich, ist unser Sohn jetzt ein Salafist geworden?
Und so kommen wir zu der eigentlichen Fragestellung dieses Themas oder worauf ich, was der Sinn dieses Themas ist. Und zwar, wir haben jetzt diese beiden Geschichten gehört, zu Ende gehört. Und das sind typische Geschichten. Wir alle haben es selbst erlebt, an uns oder an Freunden. Oder wir kennen ähnliche Beispiele, die ähnlich klingen. Und ein typisches Beispiel eben für neu konvertierte Muslime oder Muslime, die neu praktizierend sind. Und früher oder später werden wir uns oder werden wir vor diese Fragestellung gestellt oder werden wir damit konfrontiert. Und auch Nicht-Muslime werden damit konfrontiert, durch Zeitungen, durch Nachrichten. Im Grunde jeder, der irgendwie mit Islam in Berührung kommt, früher oder später trifft er auf Bezeichnungen wie Salafist, Islamist, Extremist oder, wenn man es aus muslimischer Seite betrachtet, Wahhabiten. Und so komme ich auf die Fragestellung, die Kernfragestellung dieses Themas heute, inshallah. Und zwar, gibt es einen radikalen Islam, sogenannte Salafisten als Vertreter dieses radikalen Islam und einen modernen Islam? Kann man, islamisch gesehen, kann man den Islam so in diese zwei Kategorien einteilen? Und so möchte ich erstmal kurz erzählen, und zwar, ich bin besonders halt auf diese Fragestellung immer wieder gestoßen, seitdem ich angefangen habe, Dawah zu machen. Mit den Brüdern hier, die heute auch, Alhamdulillah, hier sind. Und, also Dawah, die Einladung zum Islam, das heißt, die Menschen, zum Beispiel draußen in der Stadt, zum Islam einzuladen und zur Wahrheit des Islams aufzurufen. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen, die Menschen draußen beschäftigt, wir stehen zum Beispiel draußen am Infostand und machen Street-Dawah, und dann kommen Menschen zu uns und die fragen uns, gehört ihr denn auch zu den Salafisten? Oder ist das der normale Koran, den ihr verteilt? Oder ist das der salafistische, radikale Koran? Und diese Frage kommt von beiden Seiten, von Muslimen und Nicht-Muslimen. Und deswegen hat mich das auch so animiert, dieses Thema heute anzusprechen, inshallah. Und hier, inshallah, etwas Aufklärung zu schaffen, unter Muslimen vor allen Dingen, aber auch unter Nicht-Muslimen, damit sie dieses Thema besser verstehen. Und ich persönlich wurde auch sehr oft in letzter Zeit angesprochen. Zum Beispiel Freunde, die mich schon früher noch kennen, auch Muslime, die haben mich angesprochen und sagen, ich habe jetzt gesehen bei Facebook, ihr macht da einen Infostand und ihr verteilt da Sachen, islamische Bücher, Koran. Und auch bei der Vorbereitung dieses Vortrages hat mich ein Bruder angeschrieben und ich möchte ihn jetzt mal zitieren. Ich habe den Text etwas abgeändert. Und er schreibt mich hier an bei Facebook, wie gesagt, während ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe in den letzten Tagen. Und da schreibt er mir, Bruder, ich höre immer so Sachen, die ich nicht beurteilen kann. Einige warnen mich und sagen, die Leute, die Korane und islamische Bücher in der Stadt verteilen, sind radikale Salafisten und verteilen einen verfälschten Koran. Oder Prediger XY verbreitet falsches Wissen. Stimmt das? Ich will mich da nicht einmischen. Jeder ist für sich Moslem. Muss den Islam natürlich verbreiten. Aber stimmt das, was die sagen? Und hier ist es gut konzentriert, zusammengefasst, diese Fragen, die in den Köpfen der Muslimen und Nicht-Muslimen drin ist, gut zusammengefasst, sodass ich dieses Beispiel ausgewählt habe. Und so jetzt, inshallah, besser auf diese Sache eingehen möchte. Und ganz ehrlich gesagt, liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist nicht verwunderlich, dass so viele Fragezeichen in den Köpfen der Muslimen drin sind. Und auch in den Köpfen der Nicht-Muslimen, aufgrund von Medienpropaganda und dieser Hetze, die stattfindet. Und wallahi, diese Hetze, die findet schon seit vielen Jahren statt. Und findet nicht nur statt in Deutschland, sondern findet statt in der gesamten Welt.